Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck vor dem Heimspiel unserer Rothosen gegen den Karlsruher SC. Wir wollen sprechen über das, was war und über das, was kommt. Und das machen wir heute mit einem unserer Co-Trainer. Ich habe hier zu Gast Philipp Tapalovic. Moin, Tapa. Moin. Tapa, grüß dich. Wir sitzen hier auf der Trainerbank, also da, wo du auch am Sonnabend wieder Platz nehmen wirst. Erklär mal, was geht hier so während des Spiels ab? Was wird hier besprochen? Was sind für Emotionen, die hier vonstatten gehen? Ja, wie man ja gegen Darmstadt schon gesehen hat, kann es bei uns auch ein bisschen rauer zugehen auf der Bank. Aber ist natürlich nicht immer so, aber wir sind schon immer voll dabei. Und wir haben früher noch hier die Scheiben gehabt. Ich habe auch mal eine abmontiert während des Spiels. Also es geht schon ab und zu richtig heiß hier auf der Bank. Etwas entspannter war es ja sicherlich in Nürnberg. Souveräne Leistung. 2:0 Auswärtssieg. Wie ordnest du diesen Erfolg rückblickend jetzt ein? Ja, war ein sehr schweres Auswärtsspiel. Wir haben uns letztes Jahr da sehr schwer getan, immer gegen Nürnberg. Im Nachhinein sah es sehr souverän aus. Wir sind sehr zufrieden, natürlich mit dem Sieg und auch mit der Leistung. Lass uns mal insgesamt auf den Saisonstart schauen. Wir haben 5 von 7 Pflichtspielen gewonnen. Wie würdest du das bewerten? Klar haben wir jetzt nicht die optimale Punktauszahl geschafft, aber ich bin zufrieden mit dem Saisonstart. Der einzige Wermutstropfen ist natürlich die beiden Heimniederlagen zu Hause im Volkswagenstadion. Definitiv, und dementsprechend wollen wir hier gegen den KSC natürlich endlich wieder einen Heimdreier einfahren. Wie das gelingen kann und was sich in dieser Woche hier so im Volkspark getan hat, das sehen wir jetzt in unserem Blog unser HSV. Im Volkspark hat sich die Mannschaft und das Trainerteam auf das kommende Spiel gegen den Karlsruher SC vorbereitet. Mit auf dem Trainingsplatz dabei war auch Neuzugang William Mickel-Broncis. Der 18-jährige Rechtsverteidiger wechselte unter der Woche vom französischen Zweitligisten FC Metz zum HSV und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Ja, ich habe mich schnell festgelegt. Ich kenne den HSV. Es ist eine gute Mannschaft und ich habe auch einige Spiele gesehen. Und ich glaube, dass es ein gutes Projekt für mich und meine Entwicklung ist. Auch Cheftrainer Tim Walter freut sich über die Verpflichtung des Franzosen. Dennoch möchte er dem Youngster genügend Zeit zur Eingewöhnung geben. Das ist klar, für den Jungen ist schwer, das erste Mal aus Frankreich draußen. Dann in einem neuen Umfeld, noch jung. Sich erstmal dran gewöhnen, die Mitspieler kennenlernen. Also von daher, er macht einen offenen Eindruck, einen sehr selbstbewussten Eindruck und das macht uns Spaß. Auf der Zielgerade der Transferperiode hat sich aber auch auf der Seite der Abgänge noch einiges getan. Maximilian Rohr schließt sich für die laufende Saison dem SC Paderborn auf Leihbasis an. Auch Torhüter Marco Johansson verlässt die Rothosen bis zum Saisonende und wechselt per Laie in die Bundesliga zum VfL Bochum. Aaron Opoku hingegen verlässt den HSV endgültig und spielt künftig beim Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Trotz reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt bereitet Tim Walter wie gewohnt präzise sein Team auf den formstarken Gegner aus Karlsruhe vor. Der Saisonstart der Badener verlief zunächst holprig, doch unterschätzen wird Walter den KSC auf keinen Fall. Aufgrund dessen, dass sie Hoffmann verloren haben nach Bochum, mussten sie ihr Spiel ein bisschen umstellen. Entweder du ersetzt 1:1, das haben sie nicht getan, oder wollten sie vielleicht tun, aber es ist momentan so, dass sie eher mit 2 Stürmer agieren, eher mit wenig Zielspieler, sondern eher mit viel Personal vorne. Ja, das ist die Umstellung, die sie getan haben. Trotzdem spielen sie ja viel mit langen Bällen und viel auf zweite Bälle. Ja, und das funktioniert anscheinend momentan sehr gut. Trotzdem, wir sind schon selbstbewusst genug, dass wir dagegen auch Mittel und Wege finden, um das Ganze auch zu bespielen. Wir sind nicht umsonst die beste Abwehr und das wollen wir auch da wieder unter Beweis stellen, weil das unsere Basis ist für unser Spiel, dass wir hart und dass wir aggressiv verteidigen und dass wir viel auf zweite Bälle agieren können, weil die brauchen wir letztendlich, um unser Spiel nach vorne auch aufzuziehen. Für Anssi Suhonen und Xavier Amici kommt das Duell am Sonnabend noch zu früh. Die beiden Langzeitverletzten konnten unter der Woche aber wieder große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Ihre Teamkollegen werden am Wochenende wieder eine konzentrierte Performance brauchen, um die 3 Punkte in Hamburg zu behalten.
Ihr habt es gesehen, transfertechnisch hat sich hier noch einiges getan. Tapper, wir wollen jetzt aber erstmal über dich sprechen, was viele HSV-Fans ja wahrscheinlich nicht wissen werden, zumindest die Jüngeren. Du warst auch mal Fußballprofi, hast 138 Bundesligaspiele absolviert, warst sogar kroatischer Nationalspieler. Was würdest du sagen, war so das Highlight deiner Karriere? Das Spiel, das mir halt immer in Erinnerung bleibt, ist das erste Pflichtspiel. Das war bei Bayern München, da wurde ich eingewechselt. Und mein erstes Spiel von Anfang an habe ich gegen Schalke gespielt, also mein Heimatverein. Und auch das erste Bundesligaspiel von Anfang an war gegen Borussia Dortmund, der amtierende deutsche Meister damals. Haben wir auch 1-0 gewonnen. Also sind so die drei Spiele in der Anfangsphase, die einem da immer in Erinnerung bleiben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich hätte aber auch gedacht, dass du auf deine Länderspiele für die kroatische Nationalmannschaft zu sprechen kommst. Berichte doch mal, wie ist das für dich abgelaufen? Ja, ist natürlich auch immer ein großes Ding für mich. Ich habe drei Spiele für mein Heimatland gemacht, beziehungsweise für das Land meiner Eltern. Da war immer ein Traum von mir, für Kroatien zu spielen. Durfte dreimal spielen. Leider nicht in einem so großen Rahmen, waren zwei Freundschaftsspiele. Das erste war gegen Ungarn vor der Weltmeisterschaft in Japan und Korea. Ich habe es dann leider nicht geschafft, zum Kader zu gehören während zur WM. Und ein Qualifikationsspiel gegen Estland. Also waren leider jetzt keine großen Spiele dabei, aber trotzdem macht mich das stolz, für mein Land gespielt zu haben. Völlig zu Recht. Hast du während deiner aktiven Spielerkarriere denn schon gemerkt, dass du mal diese Trainerlaufbahn einschlagen möchtest? Eigentlich nicht. Also das war irgendwie, ich will nicht sagen ein Unfall, aber ich bin da irgendwie reingerutscht, mehr oder weniger durch Zufall, und mir hat es sehr gut gefallen. Das war damals mit Kindern, habe ich gearbeitet, bei einem Camp in Kroatien. Und das hat mir so gut gefallen, und dann habe ich gesagt, dass ich dann mal die Lizenzen mache für mich, mal sehen, wie ich da zurechtkomme. Und dann kam eins zum anderen, und schneller als ich geglaubt habe, war ich auf einmal schon wieder im Profibereich tätig bei 1860 München als Co-Trainer. Aber ich habe in der Jugend begonnen als Co-Trainer und habe die U-Mannschaften von der U16 bis zur U19 trainiert, als Cheftrainer auch. 1860 hast du schon angesprochen, danach dann hattest du ein Abenteuer quasi als Co-Trainer in Australien. Wo und wann in diesem Zeitraum hast du denn eigentlich Tim Walter kennengelernt? Tim habe ich zum ersten Mal kennengelernt als U17-Trainer. Wir haben gegeneinander gespielt, 1860 gegen KSC. Ich glaube, 2-2 ist es ausgegangen. Insgesamt haben wir drei Spiele gegeneinander bestritten. Einmal gewonnen, verloren und unentschieden. Also wir sind pari sozusagen. Und wir haben zusammen den Fußballlehrer absolviert in Hennef damals. Und von daher kennen wir uns. Wer von euch beiden hatte die bessere Abschlussnote? Ah, das weiß ich nicht, aber ich denke mal Tim. Das musst du natürlich sagen. Okay, seit Sommer 2021 bist du jetzt auf jeden Fall hier beim HSV und arbeitest sehr eng mit den anderen beiden Co-Trainern, Julian Hübner und Merlin Polzin, zusammen. Grenzt doch vielleicht für uns einmal ab, wie sieht so dein Aufgabengebiet grob aus? Ja, grundsätzlich arbeiten wir alle sehr gut zusammen. Mein Aufgabengebiet ist so die Standardsituation, also Ecken, Einwürfe, Freistöße, Anstoß, alles, was als Standard gilt. Elfmeter nehmen wir da mal raus. Das ist so mein Aufgabengebiet, ohne die anderen jetzt da rauszunehmen. Also wir diskutieren drüber, krieg Infos von den Jungs, ob ich das gesehen habe, was die darüber meinen, was können wir machen. Also es ist immer ein Zusammenarbeiten. Aber ich nehme das in die Hand und teile die Jungs ein und entscheide dann auch, wer auf welcher Position spielt. Du hast schon sehr schön übergeleitet zu den Standardsituationen. Ich habe nochmal nachgeschaut. 4 unserer bisherigen 11 Saisontore, wenn man den DFB-Pokal mit einbezieht, haben wir direkt nach Standards oder infolge von Standardsituationen erzielt. Macht dich das stolz? Ja, natürlich macht mir das stolz, dass wir dass unsere Arbeit belohnt wird. Also am besten sieht man es an den Toren. Dazu haben wir dann bis auf Darmstadt die Spiele auch gewonnen. Standards sind sehr wichtig, wird sehr oft vernachlässigt. Ich würde noch liebend gern Tore aus dem Einwurf generieren. Ich hoffe, dass wir das schnell hinkriegen. Aber grundsätzlich, ich glaube, wir haben eine überragende Quote. Wenn wir schauen, wie viele Ecken wir rausgeholt haben und wie viel wir erzielt haben, ich glaube nicht, dass wir europaweit viele Konkurrenten haben. Wenn man über Standards spricht, dann spricht man natürlich auch über Torhüter. Und da hast du ja auch einen sehr interessanten Bezugspunkt mit deinem Bruder Toni. Sicherlich der bekannteste Torwarttrainer in Deutschland, seit mehr als einem Jahrzehnt an der Seite von Manuel Neuer. Tauschst du dich mit ihm also auch inhaltlich über genau diese Themen aus? Ja klar, also wir telefonieren fast jeden Tag miteinander, sprechen viel über Fußball,
Mein Bruder hat natürlich auch das Glück gehabt, dass er mit sehr vielen guten Trainern zusammenarbeiten durfte. Und es wäre auch dann dumm, wenn ich da keine Tipps nehmen würde oder einfach, wir tauschen uns halt aus und klar, nehm ich da auch was mit. Macht auf jeden Fall Sinn. Lass uns zurück ins Hier und Jetzt. Am Sonnabend hier im Volksparkstadion gegen den Karlsruher SC. Traditionell eine Mannschaft, die ja ausgerechnet bei Standardsituationen auch sehr stark ist. Für dich also auch eine intensive Vorbereitung auf dieses Heimspiel? Klar, aber grundsätzlich bereiten wir uns auf jeden Gegner gleich vor. Also wir zollen jedem Gegner den gleichen Respekt, ohne jetzt unsere Marschroute zu verlassen. Wir wissen, was wir wollen, ohne den Gegner jetzt auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber wir bereiten uns so vor wie vor jedem normalen Spiel auch. Wir zollen jedem Gegner Respekt, sagt Philipp Tapalovic. Und das tun wir natürlich auch. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt im Bewegtbild den KSC nochmal en Detail an. Am Sonnabend empfangen die Rothosen den Karlsruher SC zum ersten Flutlichtheimspiel der Saison. Aktuell belegt der KSC den 8. Tabellenplatz. Nach 2 Niederlagen zum Saisonstart ging die Formkurve der Karlsruher zuletzt nach oben. Seit 5 Pflichtspielen ist das Team von Christian Eichner ohne Niederlage. Die letzten 3 Spiele in der Liga wurden gewonnen. Besonders stark zeigte sich der KSC in dieser Saison im Toreschießen. Bereits 14 Mal trafen die Karlsruher in der laufenden Saison das gegnerische Tor und stellen damit die zweitbeste Offensive der Liga. Topscorer ist Fabian Schleusener mit 2 Treffern und 3 Vorlagen. Mit 11 Gegentreffern nach 6 Spieltagen zeigt sich die Abwehr der Badener allerdings noch wackelig. Ein Wiedersehen gibt es für unsere Jungs mit 2 Karlsruhern, die bis vor kurzem noch die Raute auf der Brust getragen haben. Mit Mikkel Kaufmann und Stefan Ambrosius, der bis Saisonende ausgeliehen ist, kehren 2 Ex-HSVer ins Volksparkstadion zurück. Die Bilanz zwischen den Rothosen und dem Karlsruher SC sprach in der jungen Vergangenheit für den HSV. Seit 2012 konnte der KSC kein Pflichtspiel mehr gegen den HSV gewinnen. Auch bei den letzten beiden Heimspielen gegen den KSC gab es im Volkspark eine Menge zu jubeln. Das soll am Sonnabend bestmöglich wiederholt werden. Der Ball rollt am Wochenende aber nicht nur im Volkspark. Wir haben für euch eine Übersicht über die weiteren Partien der zweiten Bundesliga zusammengestellt. Der FC Heidenheim empfängt Fortuna Düsseldorf, Nürnberg spielt in Braunschweig, Fürth hat den FC St. Pauli zu Gast, Jahn Regensburg spielt gegen Kiel, Paderborn empfängt Magdeburg, Hannover 96 reist nach Rostock, Darmstadt spielt gegen Bielefeld und der SV Sandhausen empfängt Kaiserslautern. So, der sehr interessante Interviewpart liegt hinter uns. Jetzt geht's für Tapper in die Crunch-Time. Tapper, du hast wie alle anderen auch 60 Sekunden Zeit, hältst den Ball hoch. Ich stelle dir ein paar Fachfragen. Jede richtige Antwort, logischerweise ein Punkt. Jede falsche Antwort, kein. Wenn dir der Ball runterfällt, das ist neu seit dieser Saison, kriegst du einfach nur einen Minuspunkt und darfst dann weitermachen. Bisher Führende, beziehungsweise der Führende, Sonny Kittel mit 10 richtigen Antworten. Wichtig für dich aber vor allem, das Treppchen in Angriff zu nehmen, denn am Ende dieser Saison haben wir eine Finalshow, wo die 3 Besten der Spielzeit nochmal gegeneinander antreten und dann von uns als Medienabteilung einen schönen Preis überreicht bekommen. Von daher versuch 7 richtige zu machen. Okay. Das hat Mohaya nämlich geschafft und der steht aktuell auf Platz 3. Okay, ich gebe mein Bestes. Regeln sind für dich klar? Alles klar. Dann zähle ich runter von 3, 2, 1 und dann geht's für dich los. Also Tapper, 3, 2, 1, los. Gegen welches Land hast du dein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft gemacht? Ungarn. Richtig. Wie wird Karlsruhes Stadion traditionell genannt? Wildparkstadion. Korrekt. Wie viele Einwohner hat deine Geburtsstadt Gelsenkirchen ungefähr? 240.000. Lass ich durchgehen. Wie ging unser letztes Spiel gegen den KSC aus? 3-0 für uns. Richtig. Nenne 2 kroatische Spieler, die für den HSV gespielt haben. Iko Buljan und Ivica Olic. Korrekt. Welcher Torwart hat in den vergangenen 3 Jahren sowohl für den HSV als auch für den FC Bayern München gespielt? Ulrich. Auch richtig. Wie viele Spiele hast du für die kroatische 3. A-Nationalmannschaft? Auch richtig. Für welchen deiner Vereine hast du in deiner aktiven Karriere die meisten Pflichtspiele absolviert? 1860 München. Falsch. Auf welchem Tabellenplatz ist Karlsruhe aktuell? 8. Richtig. Nenne 2 Nachbarländer von Kroatien. Bosnien, Serbien. Korrekt. Wer ist amtierender Formel-1-Weltmeister? Keine Ahnung. Wie heißt Karlsruhes Trainer? Eichner. Korrekt. Welche deutsche Tennisspielerin hat am Dienstag... Und dann ist die Zeit rum. So, die Jury hat zusammengezählt. Tapper. 10 richtige Antworten. Du springst an die Spitze, bist da jetzt mit gleich auf mit Sonny Kittel. Sag mal bitte was.
bin ein bisschen außer Atem. Bin natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Geärgert hast du dich über die Pflichtspielfrage, hast dann ja den VfL Bochum noch ein bisschen spät nachgereicht. Was ging dir da durch den Kopf? Es war einfach spontan, habe ich 60 gesagt, also gar nichts eigentlich, einfach ist mir so rausgerutscht. Und kritisch muss ich noch einmal nachfragen, Formel 1, nicht dein Beritt? Nee, ist nicht mein Ding. Macht nichts, du bist ja für Fußball hier. Genau. Und das macht dir richtig gut aktuell, dementsprechend viel Erfolg natürlich auch am Sonnabend hier gegen den KSC. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Das war's dann von dieser Stelle vom Admiral Bett Spieltagscheck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst natürlich wieder gerne eure Kommentare da. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Bis dahin, denkt dran, nur der HSV.